Hallo, mein Name ist Patrizio Buone und ich freue mich heute hier bei euch beim SBS zu sein und ein wenig über meine Musik zu sprechen. Sagen Sie uns doch, was bringt Sie denn nach Australien? Ja, das ist immer eine lustige Frage, weil es ja doch sehr viele Stunden Flug sind. Nun, eigentlich kann ich das beantworten, indem ich sage, der Erfolg. Es sind jetzt 9 Jahre oder fast schon 10 Jahre, in denen ich hier nach Australien komme. Es begann alles bei mir 2005 mit einem Auftritt bei Dancing with the Stars, wo ich einen Gastauftritt hatte, nachdem ich in England eine goldene CD bekommen habe, mit der Promotion eines Albums The Italian. Wie man hört, der Name Patrizio Buone ist italienisch. Das Album hieß The Italian und jetzt spreche ich da mit euch Deutsch. Warum ist das? Ich wurde in Wien geboren. Meine Eltern stammen aus Neapel, bin zwischen Neapel und Wien aufgewachsen und diese zwei Städte haben mich wahnsinnig geprägt. Und ja, also ich bin praktisch seit 2005 erfolgreich international unterwegs, sehr erfolgreich in Asien, hier in Australien, Neuseeland, Südafrika, in Amerika. Nicht jeder kennt mich, aber viele kennen mich oder wissen gar nicht, dass sie mich kennen, weil ihre Musik wahrscheinlich, ohne dass sie sich dessen bewusst sind, in irgendeinem italienischen Lokal gespielt wird. Welche Musik würde denn unser Hörer an Sie sofort erinnern? Ich wurde auf jeden Fall beeinflusst durch Sänger wie Roy Orbison oder Tom Jones oder Elvis Presley. Vielleicht sogar Frank Sinatra, ich weiß es nicht. Also die großen Sänger. Ich meine, Julio Iglesias zum Beispiel. Meine Stimme ist ein bisschen also stärker, was ich bin ein Bariton. Vielleicht, wenn man das mit deutschen Sängern vergleichen würde, dann genremäßig ein Udo Jürgens. Wir haben einen Roy Black. Vielleicht ein Rex Gildo. Es ist italienischer Schlager eigentlich. Tatsächlich habe ich in Deutschland auch eine CD aufgenommen, die hieß oder heißt einfach Wunderbar, wo die Mischung der italienischen Romantik auch auf Deutsch gesungen zur Verfügung steht. Ich bin ganz einfach durch meinen kulturellen Background immer der Italiener. Und das kann ich nicht ändern, das ist so. Aber ich singe die wunderschönen Lieder, die italienischen Lieder natürlich auch auf Deutsch. Die wurden ja auch auf Deutsch übersetzt, das wissen wir. Die waren ja auch mal sehr populär im Nachkriegsdeutschland. Ich erinnere mich an Volare, ich erinnere mich an Zwei kleine Italiener. Ja. Kann man sich das so vorstellen? Man kann sich so vorstellen. Also natürlich, wir sind jetzt 2015, also die neue Generation hört diese Lieder auch sehr, sehr gerne, weil sie ganz einfach sehr schöne Lieder sind, sehr melodische Lieder sind. Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich diese Lieder oder meine Produktionen eigentlich immer sehr hochwertig produzieren lasse. Also entweder im Abbey Road Studio in London oder im Capitol Studio in Los Angeles mit großen Orchester, mit Streicher, weil sich dieses Repertoire das so verdient, denke ich. Das sind ja mittlerweile auch schon Klassiker und ich meine damit nicht, dass ich klassische Musik singe, weil ich ja nicht Oper singe, sondern Klassiker. Und ich möchte, dass diese Musik diese Generationen verbindet. In meinem Publikum sitzen dann eben die Damen oder die Herren, die in der Nachkriegszeit geboren sind oder vielleicht sogar in der Kriegszeit geboren sind und da nostalgisch zurückschauen. Oder eben die neuen Generationen, die sagen, ah, das ist ein tolles Lied, das kenne ich. Das singe ich mit. Wir sprechen von Musik. Geben Sie unseren Hörern hier am Mikrofon ein ganz kleines Beispiel Ihrer Sangestimme ohne Begleitung. Parla più piano che nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Dein ist mein ganzes Herz. Wo du nicht bist, kann ich nicht sein. Und so weiter. Wunderbar, wunderbar. Und das aus dem Stegreif, fantastisch. Ja, Sie haben mich da überrascht, aber gut. Am Ende bin ich ja Sänger. Und Sie sind ein junger Mann, das kann Sie gar nicht überraschen. Sie sagen, Ihre in Deutsch gesungene CD heißt Wunderbar. Ja, also wenn ich sage neue, gut, diese CD ist 2013 veröffentlicht worden. Ich arbeite gerade in Deutschland, in München an einer neuen Produktion. Ich darf es leider nicht verraten, mit wem ich da arbeite, mit einem sehr, sehr bekannten Produzenten. Ich werde mich wahrscheinlich am Ende des Jahres darauf freuen dürfen, dass ich ein neues Album in Deutschland habe. Was wir allerdings jetzt schon haben, und das ist auch der eigentliche Grund, warum ich in Australien bin und was mich nach Australien gebracht hat, ist ein neues Album, das heißt Viva la Dolce Vita. Ich glaube, dass viele Deutsche das verstehen, was Viva la Dolce Vita heißt. Lang lebe, das süße Leben. Das süße Leben, das heißt, naja, viele Leute zerbrechen sich immer den Kopf, was sie alles im Leben haben wollen oder gerne hätten und sich mit dem nicht bedienen wollen, was sie eigentlich haben. Und ich möchte darauf eigentlich nur sagen, reich ist nicht der, der mehr hat, sondern reich ist der, der weniger braucht. Und die schönen Sachen im Leben, gute Freundschaft, eine Familie, gutes Essen, gutes Wetter oder auch schlechtes Wetter, ganz einfach sich in seinen Gedanken so einzustellen,
glücklich zu sein. Das bedeutet für mich Dolce Vita und lang lebe dieses Dolce Vita. Und auf diesem Album finden wir natürlich traditionell für einen Patrizio, was ja mittlerweile für mich ein Trademark wurde, als Botschafter dieses italienischen Songbooks singe ich eben die ganzen italienischen Standards, wie Torna Sorrento, welches ich halb italienisch und halb englisch aufgenommen habe. Wenn wir uns erinnern, Elvis Presley hat ja seine Armeezeit in Deutschland verbracht, ist dann zurückgekommen und hat aufgenommen When we kiss my heart's on fire, burning with a strange desire. Und das habe ich gemacht. Also ich paye da Tribute an den Elvis Presley, aber versuche nicht in Vergessenheit zu geraten mit Vedo mare quante belle spiritante sentimente und so weiter und so fort. Also wunderschöne Lieder, schön aufgenommen und ich denke, dass es wirklich den Leuten gut gefallen wird. Singe auch Spanisch drauf, allerdings auch Lieder, die für mich oder durch mich geschrieben worden sind. Eines ist eine neue Single, die heißt I Will Love You und das ist ein Lied, dass ich denke, wieder mal, hoffentlich, eines der Lieder sein wird, die sich die Leute für die Hochzeit, für den ersten First Dance wünschen werden. Weil es ein ganz großes Statement ist. I will love you. Das ist, größer kann es gar nicht sein. I will love you forever. Wenn Sie nun schon so viel Italienisches, Deutsches, Wienerisches verkörpern, wo fühlen Sie sich am meisten zu Hause? Also ich bin eigentlich Weltmensch. Für mich ist natürlich meine Nationalität das, was im Reisepass steht. Ich habe übrigens zwei Reisepässe, also italienisch und österreichisch. Ich bin Italo-Österreicher, okay? Wunderbarer Mischung. Aber eigentlich ist doch das Erste und das Wichtigste ist, Mensch zu sein. Und ich bin in dem Moment, in diesen paar Tagen, in denen ich Australien bin, bin ich Australier. Und wenn ich in Südafrika bin, bin ich Südafrikaner. Das heißt, ich bin wie ein Chamäleon, das sich dem Umfeld anpasst. Und ich bin ein Weltmensch. Aber ich bin seit 7 Jahren lebe ich in Brooklyn in Amerika, weil ich dort natürlich sehr viel zu tun habe in Amerika. Es ist ja doch, die Vereinigten Staaten sind ja doch musikalisch gesehen die Hauptstadt, obwohl Wien ja eigentlich musikalisch, historisch ja viel mehr zu sagen hat. Aber wenn man von Elvis spricht, wenn man von Frank Sinatra spricht, wenn man von Jazz, Rock'n'Roll, Blues und Swing spricht, dann fällt mir eigentlich dann nur die Vereinigten Staaten ein. Deshalb seit 7 Jahren ist mein Zuhause in Amerika. Finde ich ja sehr interessant. Ganz klar, New York und diese Plätze haben enorme musikalische Traditionen. Das ist schon inspirierend, das kann ich schon verstehen. Mhm. Und wenn Sie nicht singen, haben Sie denn ein Hobby? Ja, ich schwimme sehr gerne. Ich esse sehr gerne, ich koche sehr gerne. Ich bin eigentlich ein sehr gesellschaftlicher Mensch. Ich bin gerne mit meinen Freunden und auch sehr fit unterwegs. Aussehen. Bitte? Auch sehr fit aussehen, das ist auch gut. Oh, ja. Ja, das nehme ich als Kompliment, weil ich die letzten paar Tage doch sehr viel gegessen habe, ich sehr großen Appetit habe. Für mich ist Essen, gehört eben zu diesem Dolce Vita, weil eine bella figura, also schöne Figur zu haben, ist eine Sache, aber zum Leben gehört Essen dazu. Ich liebe es, wenn die Damen sagen, ja, lass uns doch mal was essen. Ich bin da kein großer Fan, wenn ein Mädchen sagt, nein, das kann ich nicht essen, nein, das will ich nicht essen. Ich finde, Essen ist richtig sexy. Der Mann ist nicht nur ein guter Sänger, er ist auch ein guter Philosoph, muss ich sagen. Und die Männer freuen sich, wenn vielleicht die Frauen ein bisschen mehr, die Kurven zu bieten haben. Wenn ich das so vorsichtig ausdrücken darf, weil ich bin ja doch ein Gentleman. Was werden Sie denn jetzt in Australien in den nächsten Tagen machen? Also ich fliege eigentlich nach diesem Interview gleich nach Melbourne und mache da jede Menge Interview. Ich habe jetzt in diesen Tagen, also auf Channel 7 habe ich im Fernsehen Interviews gegeben, gekocht, gesungen. Alles, was man so macht, um ein Album zu promoten, um es zu bewerben, wenn wir jetzt richtig Deutsch sprechen möchten. Auch ein Konzert irgendwo? Nein, das ist jetzt eine Promotion-Tour und Konzerte dann erst nach 6 Monaten. Also hoffentlich, fingers crossed, Daumen halten, September, Oktober zu meinem Geburtstag. Mein Geburtstag ist am 20. September, das darf ich mir wünschen. Ein Konzert hoffentlich, was heißt ein Konzert, in jeder Stadt zumindest 2. Melbourne, Perth, Brisbane, Adelaide und so weiter. Sydney natürlich, große Konzerte mit Orchester, mit meiner Superband und mit vielen Leuten, die sich dann hoffentlich freuen, mitzusingen und mit Spaß. Und das super wäre, wenn wir ein Publikum haben, das Australien hat, Deutsche, Österreicher, Italiener, Spanier, Polen, alles Mögliche. Denn bei mir fühlt man sich ganz einfach im Konzert, als wäre man in einer eigenen Welt. Und die Welt von Patrizio, dieses Mondo Patrizio, da ist jeder eingeladen. Da muss man nicht Italiener sein. Also ein schöneres Schlusswort könnte man nicht finden. Ich bedanke mich für Ihren Besuch hier im Studio. Vielen herzlichen Dank. Alles Liebe und Congratulations. Alles Gute zum 40. Geburtstag von SBS. Nicht vergessen, Viva la Dolce Vita.